Jill, das ist so ein bisschen wie eine Wunderrakete, oder? Balve, erster Start seit, ich weiß nicht genau wie lange, das musst du uns bitte gleich erzählen. Und jetzt hier schon zwei Siege. Ist das alles schon hier oben bei dir angekommen? Also es ging wirklich rasant schnell und mit so einem Erfolg hätte ich jetzt auch nie gerechnet. Ich bin hier nach Aachen gefahren, habe gedacht, wenn wir so unter die ersten drei kommen, das wäre gut. Da wäre ich sehr zufrieden mit, und jetzt hier zweimal zu gewinnen, ist absolut irre. Und das ging jetzt so schnell, das ist Wahnsinn, von Balve nach Aachen. Ja, irre muss ich auch sagen, für den Zuschauer auch. Sag uns doch einmal noch mal ganz kurz, vor Balve haben wir dich lange nicht gesehen. Du hast die Zeit schlicht zu Hause genutzt. Ja, genau, also vor Balve waren wir einmal ganz im Januar unterwegs und haben uns mal in eine Inter 2 rangetestet in Ankum und waren dann nochmal 3 Wochen vor Balve in Haftenkamp und haben dort auch nochmal eine Inter 2 geritten. Und ja, dann haben wir den Sprung ins kalte Wasser gewagt und sind nach Balve gefahren. Sebastian, mal ganz im Ernst, hast du so einen Raketenstart schon mal erlebt? Das auch noch nicht so, aber umso glücklicher sind wir natürlich, dass Jill mit ihrem Satellite da so super jetzt zurechtkommt, auch hier ihren ersten Start in Aachen mehr als souverän gemeistert hat. Wir sind super zufrieden und sind glücklich, dass wir sie mit dabei haben. Das wäre jetzt aber auch ein bisschen komisch, wenn ihr nicht zufrieden wärt, muss ich jetzt ehrlich mal sagen. Jetzt ist ja heute Kür. Hat er denn überhaupt schon eine eigene Kür? Also eine speziell für ihn erstellte Kür haben wir nicht, weil das ja eben alles so schnell ging. Und die Kür ist vielleicht noch nicht ganz optimal auf seine Stärken angepasst. Aber ich hoffe, dass wir die heute noch mal souverän bestreiten können und dann noch mal eine ordentliche Runde drehen. Was für eine Kür darf er denn gehen? Das ist die erste Kür von Damon Hill. Und die ist schon für mich anspruchsvoll. Und es ist eine sehr, sehr schöne Musik, wie ich finde. Und wir werden einfach versuchen, das Beste rauszumachen. Für dich anspruchsvoll, das hast du süß gesagt. Du hast ja nun auch noch ein sehr junges Pferd, was da gerade reinwächst. Was für Musik ist es denn? Ich glaube, die ist komponiert worden damals. Das ist so eine klassische Musik. Magst du sonst auch Klassik? Ja, absolut. Ich mag Klassik. Ich finde es schöner, in der Kür immer so eine klassische Musik zu haben. Nicht unbedingt so das Neueste aus den Charts oder so. Da gibt es ja auch Fälle. Das ist nicht unbedingt mein Geschmack. Jetzt hat sie so schön gesagt, ist noch nicht auf die Highlights von Satellite zugeschnitten. Was sind denn die totalen Highlights? Jill muss jetzt weghören, nicht, dass er was Falsches sagt. Na, natürlich erstmal Punkte. Das Pferd natürlich mit seinen super Grundgangarten, wirklich Schritt, Trab, Galopp, wie wir uns das wünschen, war nicht umsonst schon als junges Pferd auch Bundeschampion. Dann ist was sehr schön ist, meist die Wechseltour. Das Pferd hat sich unheimlich im Piaf Passage verbessert, fängt unheimlich schön an, jetzt auch zu passagieren, abzufedern. Das Pferd hat schon viele Highlights, eigentlich sehr, sehr wenig Schwächen, sondern die Highlights überwiegen dann natürlich. Jetzt wollen wir natürlich trotzdem, man möchte ja immer gern noch so ein Tüpfelchen mehr vielleicht und noch so ein Tüpfelchen. Was gibt es da noch für einen Tipp, vielleicht auch für heute für die Kür? Ja, ich glaube, wenn das Pferd so in der ganzen Ausbildung weiter an Kraft gewinnt, so wie Jill das ja in den letzten Monaten auch demonstriert hat. Ich habe das Pferd im Januar einmal zum Pia-Förderpreis-Lehrgang gesehen und wie er sich jetzt weiterentwickelt hat, hat unheimlich viel Kraft bekommen. Ich glaube, wenn sie das in der Arbeit weiter mitnimmt und so weiter fördert, dann kommt das fast von alleine, weil sie ihn einfach genau im richtigen Weg auch arbeitet. Und ich glaube, wenn sie heute entspannt in die Kür reingeht, das einfach genießt, hier Aachen genießt, sich von dem ganzen Turnier hier mitreißen lässt, ich glaube, dann bin ich frohen Mutes, dass das auch bestens gelingt heute. Geht das? Kann man entspannen, wenn man Kür in Aachen reitet, oder kann man da eigentlich nur nervös von einem auf den anderen Fuß? Also ich muss sagen, ich bin tiefenentspannt. Mein Fokus lag auf der Inter 2 und dem Kurzcompris, auf den Standardaufgaben, und die sind optimal für mich gelaufen, und das heute ist eine schöne Sache, wo wir uns nochmal gut zeigen wollen, aber es ist jetzt nicht, dass ich mir da irgendwie Stress mache, dass ich da unbedingt irgendwie die Kür noch gewinnen will oder so, das sehe ich alles total locker. Ja, ganz ehrlich, du siehst doch völlig tiefenentspannt aus. Das ist sehr beneidenswert. Ich habe manchmal den Eindruck, dein Trainer und Vater ist aufgeregter als du. Trügt dieser Eindruck? Nee, ich glaube, das stimmt. Also ich bin schon ganz ruhig, und der Papa, der fiebert mit. Und ja, da hängt einfach das Herz dran. Ne? Das ist die eigene Zucht und eigene Ausbildung. Ich bin seine Tochter, und ja, es ist ein richtiger Familienerfolg. Und wenn man dann in Aachen reitet und dann guckt er dazu, dann möchte man natürlich auch überzeugen. Das verstehe ich, sehr sozusagen doppelt eigene Zucht. Ne? Jetzt, Vater hört uns ja nicht, strenger Trainer? Also er ist schon genau, und er sagt mir auch alles ganz ehrlich, was auch genau gut ist. Weil man muss sich ja nichts vormachen, wenn man besser werden will, dann muss man eben streng sein. Und ich glaube, das ist genau der richtige Weg. Ist das denn was ihr mitnehmt zum Abendessen, zum Frühstück, oder ist da Pferdesport tabu?
Nee, das nimmt man schon mit. Ne? Also bei mir ist das auch so, ich realisiere das. Es gibt immer nach dem Ritt immer ein Feedback von Herrn Balkenhol, von Papa, von vielen Leuten. Und gerade wenn man dann abends mal so zur Ruhe kommt beim Essen eben, denkt man nochmal drüber nach und geht man die Prüfung durch. Und da fallen einem schon dann noch andere Dinge ein, die man morgen besser machen möchte vielleicht. Ihr habt ja hier auch den Nationenpreis gewonnen. Starkes Feeling, habt ihr richtig gefeiert? Naja, wir haben angestoßen, aber ich sag mal, wie dezent. Ja, wir haben drauf angestoßen, wir haben uns alle gefreut, aber jetzt hier irgendwie mega doll Party gemacht. Nicht, dafür bin ich vielleicht auch nicht der Typ, weil für mich ist der nächste Tag schon wieder im Fokus. Ich möchte morgen eine gute Leistung bringen und das kann ich nur, wenn ich ausgeschlafen bin. So bin ich dann immer ein bisschen eingestellt. Komm Jill, kannst ehrlich sein, das war wahrscheinlich der ganz strenge Bundestrainer, der gesagt hat, ey, feiern in Aachen gibt's nicht. Gab's so eine Vorgabe? Nein, also ich habe alle einmal mitgenommen zum Anstoßen, deswegen, ja, aber das haben wir wirklich hier im kleinen Rahmen gemacht, das war sehr nett, dass wir uns, haben uns wirklich alle sehr drüber gefreut hier über den Nationenpreissieg, aber wie Jill schon sagt, es geht dann weiter und die Woche in Aachen ist immer lang und ja, wir müssen uns auf die Pferde konzentrieren. Steht ja noch eine echte Entscheidung an, ne? Wer kommt mit zu den Europameisterschaften? Sie wissen das schon, sagen uns das jetzt einfach, oder Sepp? Nein, das sage ich leider noch nicht. Das habe ich mir gedacht. Trotzdem vielen Dank an euch beide. Wir drücken natürlich tierisch die Daumen weiter und vor allen Dingen, wie das jetzt so weitergeht. Wir haben auf jeden Fall echt viel Spaß an euch. Dicken Glückwunsch auch natürlich nochmal an dich und deine drei Mädels, die den Nationenpreis gerockt haben. Sehr schön, so kann es weitergehen. Vielen Dank.